Was geht, was geht, was geht? Und hallo und herzlich willkommen zurück hier auf dem YouTube-Kanal Quarlex, sondern LS20 Mod-Vorstellung. Heute schauen wir uns eine weitere N-Serie 4 an. Gute Informationen, Credits gehen an gerade sein Austria raus. Größe haben wir 30,37 MB. Dazu später mehr. Plattformen auf allen, das heißt PC, Mac und Konsolen. Im offiziellen Ingame-Mod-Tab, das heißt Ingame einfach herunterladen, fertig. Schauen wir uns das Ganze hier mal an. Hier haben wir das wunderbare Teil. 107 kW, 145 PS. Hat das Teil, Schaltung ist aktiv. Active, 235 Liter Benzin, Diesel, hat's. Und 45 Liter DEF. 50 km/h Höchstgeschwindigkeit und 6,4 Tonnen. Standardpreis, wenn man reingeht, haben wir 103.800. Okay, das Ganze ist so passt. Wir haben hier einmal die Motorausführung, die N134 Active, dann die N154E Active mit 4.000 Euro Aufpreis, die N174 Active mit 8.200 Euro Aufpreis, die N174 Active mit 57 km/h Höchstgeschwindigkeit, 11.000 Euro, die N134 Verso, die N154 Verso und das Ganze mit der 74er genauso. Reifenherrscher haben wir zwischen Trelleborg, Michelin, Mitas, Nokian. Der Auswahl Trelleborg haben wir hier auch verschiedene Versionen. Muss man halt selber schauen, wie ich in dem am meisten mag. Rundumleuchte haben wir da keine. Wir haben hier eine linke Rundumleuchte. Rechte Seite, wohl beidseitig. Entweder mit 75 oder 150 Euro Aufpreis. Fahrmodus haben wir zwischen Normalfahren, Rückfahreinrichtung. Das heißt, dass man auch dann rückwärts fahren kann. Was auch geil ist, finde ich. GPS kann man zwischen kein GPS oder GPS mit 1500 Euro Aufpreis. Animationen Simple IC oder Mouse Control. Wenn du Simple IC am Spielstand hast, nimm Simple IC. Mouse Control ist dann, wenn du eben das Ganze mit der Maus steuern möchtest oder auch, denke ich, für Konsolen wird das dann geben. Kann ich selber aber nicht bestätigen. Und leider anbaut können wir 0 Euro. Dann Quick mit 1500 Euro Aufpreis. Howard 1500 oder eben nein. Ich mache das mal so. Hauptfarbe können wir auch wunderbar auswählen, zum Beispiel schwarz, und die Felgenfarbe hätte ich hier gerne mal in gelb. Wunderbar. Also meine Konfiguration sind bei 140.750. Wir schauen uns das Teil hier mal an. So, natürlich einmal das Design-Test an sich. Bisschen glitschig hier, aber wenn, muss man ganz ehrlich sagen, geil. Aber jetzt kommen wir schon zum Ding. Mit der Größe. Ja, wir haben jetzt ein bisschen Simple IC. Können wir auch von innen einfach schließen. Wir haben hier auf der Rückseite auch was. Aber wir hören uns mal den Sound an. Ich muss natürlich sagen, innen hört man es schwer. Aber in sich ja. Also, prinzipiell reagieren ist ganz normal so. So, wir haben hier im F1, hier habe ich dann linke. Da kann ich zum Beispiel auch die Tür steuern, okay. Rechte kann ich hinten das Fenster auf und zu machen, zum Beispiel. Und Umschalt links und B. Da drehen wir uns. Und dann fahren wir rückwärts. Schaut meiner Meinung nach auch geil aus. Das ist ein sehr geiles Feature. Und dabei, sagen wir so, kann ich halbwegs verstehen, aber 30 MB sind schon etwas viel. Sag ich mal ganz ehrlich. Also das Ganze geht auf jeden Fall auch weniger, würde ich mal behaupten. Aber an sich ist es geil. Das Ding, das einzige zu bemängeln, ist eben die Größe der Mod. Deswegen gibt es leider nur 4,5 von 5 Sternen, aber dennoch geile Mod, nur halt für Server oder für Multiplayer vielleicht nicht gerade unbedingt das Wahre, aber wenn an sich geiles Ding, man kann nichts falsch machen. Somit Download-Link unten in der Videobeschreibung. Ich bedanke fürs Zusehen, haut's rein und ich sage